aufgestanden, schön gepennt. Es ist der frühe Morgen und die Gänse schnattern. Sollen sie, solange sie noch können. Ja, heute geht es auf Gänsejagd und wir gucken mal, ob wir hier nicht alleine schon mit diesen beiden großen Feldern, die wir hier angelegt haben, Lockfeldern, ob wir hier nicht ein paar Gänse angelockt bekommen. Das wäre ja ideal. Ich gucke mal natürlich als erstes, welche Waffen wir nehmen, dass wir hier die passende Munition haben und so weiter. Also gucken wir mal kurz ins Inventar im Lager. Wir sehen hier zum einen eine meiner liebsten Munition für das mit das geilste Gewehr, die Virent Kaliber 22. Mega gut. Schön 10 Schuss, alles in ja, empfohlene Klasse 1. Also man kann damit schön aus der Luft heraus quasi schon auf die Gänse gehen, macht schon wirklich Bock. Dann hier natürlich ganz klassisch immer noch die Flinte, auch damit wollen wir weiter Gas geben. Und da kommt natürlich Vogelschrot rein, auch da empfohlene Klasse 1. Also die beiden haben wir dabei. Man könnte natürlich auch, ich sehe es gerade, könnte ich sogar vielleicht auch noch mitnehmen. Hätten wir nochmal 2 Schuss extra. Das ist ja auch nochmal aus einem DLC. Kaliber 20. Kaliber 20. Da bräuchte ich dann aber bei den Flinten mal eben gucken. Die hier sind das. Vogelschrot ist auch schon frei. Komm, nehmen wir auch mal ein paar mit. So. Ab ins Lager. Da haben wir nochmal ein bisschen andere Munition hier. Für die 40. Und dann rüsten wir das Ganze natürlich aus. Da hinten called es auch schon. Sehr schön. Was haben wir denn da hinten? Sehen wir da vielleicht... Oh! Oh! Schöner Kandidat. Auf 160 Meter. 4. Dammhirsch. Das wäre natürlich jetzt sehr nice. Vielleicht sollten wir uns den mal eben holen, bevor wir hier das wilde Gegackere und Geballere anfangen. Wir tauschen das mal eben aus. Nehmen hier die passende 303 mit der Munition. So, und dann gehen wir da nochmal eben kurz hin und werfen da einen Blick drauf und nicht nur das. Waffe, ziehen wir die mal eben hier rein. Munition. Zack, und hier, ich höre auch schon Rehe hier. Also die Felder, sehr, sehr, jetzt schon eine gute Position. Die Nacht war ja wirklich ein bisschen mau. Und hier kommt noch ein Reh über den Acker. Das lassen wir aber jetzt. Rehe hatten wir schon mittlerweile genug. 150 Meter. Wir nehmen die 1. Stellen auf 150 Meter ein. Es ist genullt. Zoomen ran. Halt, wir markieren nochmal. Dann ist es schöner. So. Zack, Wechsel, ranzoomen. Luft anhalten. Und ja, liegt. Also, perfekt. Den nehmen wir jetzt noch eben mit. Und dann sehen wir uns gleich wieder hier. Ne, wir holen den eben. Und dann schnell wieder zurück hier in unser Versteck. Na, das ist doch was. Der ist gar nicht weit gekommen. Das hat auch wunderbar funktioniert. Trophäe bestätigen. Das ist aber auch schon mal ein Dammhirsch, der sich sehen lassen kann. Was haben wir? Goldwertung haben wir. Alter, das ist doch nice. Goldwertung Dammhirsch, mein erster Dammhirsch in der Kategorie, mega gut, ey. In der Klasse, in der Qualität. Schön. Auch ein schönes Geweih. Diamant ab, Diamant ab 251. Da ist er bestimmt dann Stufe 5 oder sowas. Aber auch das schon ein richtig schönes Tier. Gut getroffen, beide Lungenflügel durch, zack, zack, liegt sofort. Perfekt, nehmen wir gerne mit. Ha, und ein neues Level auch noch bekommen. So, jetzt aber schnell zurück. Ja, wie praktisch doch so ein Zelt ist, ne? Absolut.
Das heißt, zack, hier wieder ins Lager gehen. Ohne das wäre es halt gar nicht jetzt möglich gewesen. Dann hätte ich mich da jetzt anschleichen müssen mit der Schrotmunition. Eben alles wieder raus, was wir nicht brauchen. Wir haben die Lockmittel dabei. Wir haben alles dabei. Geruchsneutralisierer können wir auch nochmal drauf machen. Und jetzt heißt es rein in die Gänsejagd. Waffen. Die kommt auf die 1, Munition auch noch ausrüsten und das passende Visier. Wir haben sonst hier die Munition. Ah, warte, hier fehlt auch noch die eine Waffe, die habe ich jetzt gerade wieder weggetan. Die ist ausgerüstet, Visier brauchen wir nicht. Und falls wir nochmal ein bisschen mehr schießen müssen, hatten wir gesagt, nehmen wir doch hier. Wir haben ja nur 2 Schuss drin, ne? Und dann haben wir jetzt hier quasi 4 Schuss. Wir können dann gleich den Waffenwechsel machen. Auf die 3, von der 2 auf die 3. Munition, Kaliber 20, Vogelschrot. Kaliber 12, Vogelschrot, haben wir alles drin. So, dann gehen wir jetzt mal hier rein. Zack, dicht machen. Schnappen uns unsere Tröte. Und dann die Ohren offen halten. So. Nicht ganz so laut, weil das Ding ist übelst nervig. Und was antwortet ein Reh? Irgendwo da hinten. Ha, ist ein Reh. Da gehen wir jetzt aber auch nicht drauf. Aber ich sag euch, ich bin jetzt schon übelst zufrieden mit dem Spot. Ich mach nochmal eben die Map auf. Also, das ist hier quasi nach dem Übergang Ratenfeld nach Schönfeld. Jetzt müssen wir aber Gas geben, da knattert's. Und sie kommen, man sieht's, sie sind aus der Formation raus. Perfekt. Sie sind nicht mehr in dieser Dreiecksformation. Schön weiter rumschnattern hier. Und da kommen noch mehr. Da kommen die nächsten. Alter. Es wäre jetzt schon möglich drauf zu ballern. Aber wir lassen das erstmal noch. Ich bin gerade ein bisschen gespannt wegen dem Mief. Sie gehen in den Landeanflug. Da sind schon welche auf dem Weg nach unten. Sie werden sich wahrscheinlich hier platzieren, wo aber genau der Mief hingeht. Einmal kurz die Entfernung schon mal messen. Das sind ungefähr 50, 60 Meter bis dahin. Alter, direkt. Okay, runter. Weiter geht's. Da war nur noch ein Schuss drin. Haben wir vielleicht nicht. Auf die 3. Und nochmal auf die ganz kleine. Zack, haben wir auch noch gekriegt. Vorgeaimt. Das ist eben das Schöne mit der kleinen Kaliber 22. Ha! Also, hat schon funktioniert. Erster Anflug hier auf unseren kleinen Spot. Und da kommen die nächsten. Die wollten gerade anfliegen. Oh mein Gott. Reload, 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 reload. Ich gehe auf 100 Meter. Die Frage ist, wie weit muss man voraimen? Das ist immer am Anfang ein bisschen tricky. Wie weit müssen wir vorhalten? Haben wir. Gar nicht so weit vorhalten. Haben wir. Okay. Vielleicht kriegen wir die anderen auch noch. Da sind sie. Und nachladen. Das war doch schön. Kriegen wir die auch noch, die 2? Könnte sein, dass es beim Nachladen nicht mehr reicht. Ich gehe auf 150 Meter. Gucken wir nochmal in den Himmel. Ne. Ne, die sind jetzt zu weit weg. Aber nichtsdestotrotz, perfekte Situation schon gewesen. Freut mich mega. Und ich würde sagen, wir gehen mal einsammeln.
da sind ja jetzt einige runtergefallen. Der Spot ist natürlich jetzt wild, aber er bleibt noch aktiv. Ich glaube, da hinten lag auch noch was. Ja, dahinter. Also man muss jetzt einfach gucken, wo sind sie hingeflogen und dann den Weg einfach hinterher und gucken, dass man sie alle aufhebt. Zack, hier haben wir schon die erste silberne, direkt von unten getroffen. Jawohl, 840 Geld. Da haben wir die nächste in den Hals, jawohl, auch schon schön mitgenommen. Sieht auch sehr, sehr gut aus. Auch da eine Silberwertung, Munition ist passend. Diamant ab einer Wertung von 8,5, halten wir das mal im Blick. Und auch da kriegen wir 900 Silber, sehr schön. Also kohlemäßig mega gut. Nächste, nur eine Bronzewertung, aber auch da schon wieder 800 Silber für. Dann gehen wir mal weiter in die Richtung und gehen dann gleich auf der anderen Seite zurück. Das ist doch schon mal schön. Hatten wir zwei hier? Ich glaube, wir hatten noch zwei hier hinten, ne? Gucken wir mal. Silberwertung, auch hier. Nur den Flügel getroffen, aber auch das reicht dann in der Regel schon. Ja, Hirsch ist heute nicht dran. Heute wird hier vom Himmel runtergeholt. Alles, was geht. Ich lade schon mal nach. Und dann einfach hier gucken. In die Richtung. Ja, mit dem Schrot natürlich deutlich einfacher, ne? Und im Idealfall ist es so, wenn die einen nicht entdecken und wenn die im Landeanflug sind und sie stehen da und grasen, dann ist es auch da natürlich nochmal einfacher reinzugehen, bis die dann anfangen hochzugehen. Goldwertung. Auch das ist natürlich super. Goldwertung. Kanada-Gans. Nice. Wo haben wir? Auch nur am Flügel getroffen. Aber das ist einfach ein schön dicker, fetter Bräuler. Nehmen wir gerne mit. Schönes Ding. Hier kommen die nächsten. Und auch die sind nicht in Formation. Das heißt, auch bei denen können wir jetzt schon drauf schießen. Ach ja je. 100 Meter. Zack. Zack. Das Scope ist schon fast zu groß. Das Scope ist schon fast zu groß. Und wir müssen ein bisschen mehr voraimen jetzt. Zack. Zack. Und das war's. Alter, das sind aber noch vier Stück. Na, ob wir die noch kriegen. Und die sind auch schon ein bisschen weit jetzt. Aber ihr seht, wie das funktioniert. Das ist einfach mega. Doch noch. Auch noch. Ne. Doch noch. Ist es denn wahr? Und der letzte. Auch noch. Ha! Ich liebe diese Waffe. Mega gut. Mega gut, ey. Zack, nächste Silberwertung und so weiter und so weiter. Also, es läuft. Nächste, zack. Wieder 1000 Geld. Ist das der Hammer. Und davon kommen hier schon die neuen, die hier runtergefallen sind. Und das Schöne ist, man sieht sie ja auch ganz gut. Man erkennt es ganz gut. Hier vorne liegen ja auch noch welche rum. Wahnsinn. Also, so kann man super schnell leveln, super schnell natürlich auch zu Geld kommen. Das ist, ich würde sagen, mit die leichteste Methode, um in The Hunter Call of the Wild Kohle zu machen, zu leveln. Es wird, ich finde, natürlich auf Dauer vielleicht auch ein bisschen fad, kann man ja auch nicht anders sagen, aber es macht auch irgendwie ein bisschen Bock. Und da kommen sie schon wieder an. Da kommen sie schon wieder an. Noch ist gerade nichts zu sehen. Das ist immer die Frage. Ja, auch die könnten wir schon wieder schießen. Sie gehen schon wieder hoch. Ich habe nicht nachgeladen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es sind genau 10 Stück. Es sind genau 10 Stück. Ist das der Hammer? Na?
Ne. Lassen wir es mal. Es wird auch langsam ein bisschen viel. Aber man sieht, sobald hier diese Lockmittel quasi stehen, ich habe noch nicht mal mehr gecallt, geht es eben los. Sie fliegen nicht mehr in dieser Dreiecksformation, sondern sie fliegen jetzt quasi so, als ob sie sich hier runter, dass sie hier in den Landeanflug gehen, dass die sich hier zum Fressen runterlassen, und das ist halt einfach der Hammer. Man kann sich auch ein bisschen weiter weg schon hinstellen, dass man sagt, okay, ich stelle mich vielleicht weiter vorne schon in die Büsche, gehe da in Deckung und bin gar nicht so ganz nah an dieser Stelle. Auch das geht natürlich. Abgefahren. Haben wir hier vielleicht noch einen Diamond dabei? Nee, die nächste Goldwertung. Sehr schön, 7,10. 8,5 war, glaube ich, Diamond. Nächste Goldwertung. Ja, ich sammle noch mal ein bisschen. Und hier haben wir erstmal jetzt noch den letzten. Auch noch knapp getroffen. Und was soll ich sagen? Es gibt auch noch Wildschweine hier. Alter. Also ein Wahnsinns-Spot. Absolut empfehlenswert. Hier werde ich erstmal demnächst ein wenig eskalieren. Und schön auf Gänse gehen natürlich. Und ja, ich glaube, Wildschweine können wir uns auch demnächst mal suchen. Wenn dir das Ganze gefallen hat, einen Daumen da lassen für den Kanal und fürs Video. Dankeschön dafür. Gern halt ein Abo da lassen. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Weidmanns Heil.